20 zu 21. Die beste Mannschaft der Welt besiegt vom TBV Lemgo. Ja, Wahnsinn. Ja, vor kurzem waren wir noch die Buhmänner. Kann ich mich erinnern ans Gary Weber Stadion, wo wir ganz, ganz schlechtes Spiel gemacht haben. Wo wir ziemlich deutlich verloren haben. Und heute haben wir den Spieß mal umgedreht und haben gezeigt, dass wir Handball spielen können. Kiel kam nicht ins Spiel. Woran hat es gelegen? Ja, woran hat es gelegen? Weil wir ein gutes Spiel gemacht haben, von ersten bis zur letzten Minute. Das haben wir uns vorgenommen. Der Trainer hat uns wieder heute super eingestellt. Und ja, da kann man auch mal so Überraschungen dann landen. Ne? Ihr habt sensationell gespielt. Eine unglaublich starke Abwehr. Es gab erst einen 7 Meter ja letztendlich in der zweiten Halbzeit. Das zeigt ja, wie clever ihr auch in der Abwehr gespielt habt. Ja, am Anfang hatte ich ein bisschen Angst, als Tim und Finn schon zweimal zwei Minuten hatten. Aber insgesamt haben wir das wirklich mit so einer jungen Mannschaft und so abgeklärt. Wirklich Hut ab. Sensationell. Herzlichen Glückwunsch, Jens. Dankeschön. Der Hexer hat einen Namen. Nils Dressrösse. Sensationell gehalten. Es war übermenschlich. Ja, ist natürlich ein außergewöhnliches Gefühl, gegen Kiel zu gewinnen. Und es ist mir jetzt in meiner Laufbahn noch nicht passiert, weil das ist ja auch nicht... Das gelingt nicht vielen Mannschaften und dass wir so jetzt das heute geschafft haben, ist natürlich überragend. 38 Mal hat der THW Kiel gegen den TBV Lemgo in den letzten Jahren gewonnen. Heute nicht. Heute ist die Sensation, ja die Überraschung gelungen. Was für ein Auftakt. Ja, damit konnten wir natürlich nicht erwarten. Und umso schöner ist, dass wir jetzt schon zwei Punkte haben. Und für uns ist es einfach auch das Ziel, jetzt möglichst schnell auch wieder die nötigen Punkte zu sammeln, dass wir da wieder befreit ausspielen können und dann eine gute Saison wieder spielen können. Du warst aber heute in einer überragenden Form. Hast du das heute Morgen irgendwie schon gespürt? Ja gut, wir hatten natürlich auch noch ein Stückchen was gut zu machen vom letzten Jahr, wo wir da auch mit 46 Tore zu Hause bekommen haben. Und natürlich ist man dann in so einem Spiel auch gerade gegen Kiel sehr motiviert. Aber dass natürlich so ganz gut gelaufen ist, das konnte man natürlich nicht vorher ahnen. Ich habe mal gerade nachgerechnet, die 30 Tore habt ihr aufgeholt seit der letzten Partie. Also das ist heute gelungen mit den einzelnen Toren, die geworfen wurden. Weltklasse. Ja, ist nichts hinzuzufügen. Dils, danke dir. Dankeschön. Tim, der Schweiß läuft noch und ja, kurz vorm Ende gab es noch mal einen richtig auf die Nase bei dir. Ja, aber ich denke, das ist normal beim Handball, da nicht weiter schlimm. Wie fühlt es sich an? Ja, ich sag mal so, das ist mein erster Sieg gegen Kiel, daher fühlt sich das überragend an. Ich denke, wir werden jetzt heute sogar noch ein bisschen feiern. Das war eigentlich nicht eingeplant, aber umso schöner heute. Ihr wart heute die Mannschaft aus einem Guss. Von Nils angefangen hin bis zum Linksaußen, alles passte, alles war da. Woran hat es gelegen? Gewaltig. Ja, ich denke, dass die Abwehr gut aggressiv war heute und wir vorne gut auf den Punkt gespielt haben. Erste Halbzeit hatten wir zwar ein bisschen Ungenauigkeiten mit dem Passspiel dann, aber ja, teilweise dann auch zweite Halbzeit das Glück gehabt mit Abprallern und ich denke, dann war es auch im Endeffekt verdient für uns. Wahnsinn. Aber wann hast du gefühlt, heute packen wir es? Gute Frage. Ich war irgendwann, glaube ich, Viertelstunde vor Schluss, habe ich gedacht, hoffentlich ist das bald vorbei. Weil ich glaube, da haben wir für 4 geführt, dann ging es mal auf 2 wieder und dann haben wir das Ruder nochmal rumgerissen. Und die letzte Viertelstunde hat sich angefühlt wie das ganze Spiel und daher bin ich froh, dass es am Ende um war. Dieser Sieg am ersten Spieltag macht unglaublich viel Lust auf eine spannende erste Bundesliga-Saison, die gerade begonnen hat. Das stimmt wohl, ja. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Lasst euch feiern. Dankeschön. Florian, was für ein Einstand. Erster Spieltag, erster Sieg gegen, ja, ich sag mal, die stärkste Mannschaft der Welt. Ich glaube, man muss heute mal ein Riesenkompliment an die Jungs machen. Viele erzählen ja dann immer, ja, gegen Kiel, wenn man eine Chance hat, vielleicht am ersten Spieltag. Aber man muss auch richtig dran glauben und das hat man heute gesehen. Da hat jeder in der Mannschaft dran geglaubt. Und dann haben wir, als wir eine Chance bekommen haben, haben wir sie wirklich konsequent genutzt. Man muss aber auch sagen, dass es, glaube ich, schon wirklich der Vorteil jetzt vielleicht auch ist, am Anfang gegen Kiel zu spielen. Wir haben jetzt auf vielen Positionen Weltklasse-Leute dazu bekommen, die es aber vielleicht gar nicht gewohnt sind, nur eine Nebenrolle zu spielen. Und dann überpowern sie oft und dann kann man vielleicht auch noch nicht diese Selbstverständlichkeiten erwarten. Andererseits ist es dann, glaube ich, auch schwer mit umzugehen für viele Kieler Spieler jetzt, dass die ganze Liga nur davon spricht, ob sie mit 0 oder 2 Minuspunkten oder 3 Minuspunkten Meister werden. Und ich bin mir immer noch sicher, dass Kiel Meister wird. Wir haben jetzt Glück gehabt, dass wir am Anfang gegen die spielen und jetzt hoffen wir mal, dass wir das nächste Spiel sehr seriös angehen, weil in Wetzlar haben wir letztes Jahr 2 wichtige Punkte geholt und die wollen wir eigentlich dieses Jahr wiederholen.
dass die Kieler Probleme haben, derzeit so ein bisschen die Niederlage zu verarbeiten. Erkennt man daran, dass gerade keiner bereit ist, vor die Kamera zu treten? Kannst du das verstehen? Ja, so lange ist ja noch nicht her, dass ich gespielt habe. Ich weiß, dass Alfred eine sehr, sehr lange Ansprache gerade gehalten hat. Deswegen, ich musste auch warten, bis ich den Spielbericht unterschreiben durfte, bis der Co-Trainer rauskam. Deswegen, es ist manchmal so im Sport, aber ich glaube, da darfst du keinem irgendwie jetzt einen großen Vorwurf machen. Wir haben sehr große Vorschusslorbeeren und jetzt war es wirklich ein rabenschwarzer Tag. Alle haben sich das anders vorgestellt und dann muss man das auch mal ertragen, dass man nicht immer den Medien Rede und Antwort stellt. Wir sehen es sportlich und danken dir für die passenden Worte und wünschen weiterhin viel Spaß bei der Arbeit. Danke. Und auf viele Siege in dieser Saison.